Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Triborg vor seiner Nase sieht. Nein, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Müssen wir wahrscheinlich rein. Ich glaube, wir sind jetzt Endgame. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, danke. Ich speichere mal kurz. Ich glaube, das war's gleich. Reden, Favor? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Triborg. Das garantiere ich dir. Eine Sache noch. Falls er dich irgendwo mit einer Losung hinschickt, in der ein Fuchs vorkommt, solltest du lieber auf der Hut sein. Losung? Fuchs? In Ordnung, ich denke daran. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Und die Männer werden es auch sein. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele Leben. Ich sollte nicht, aber wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. Okay, danke schön. Favors Truhenschlüssel. Warte, bis der Triborg fertig ist. Schlossknacken sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. Okay, das ist nicht seins. Ja, wo wohnst du, Digga? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Halt die Fresse! Warte, bis der Triborg fertig ist. Was ist B? Achso. Wo ist deine Kiste, Digga? Super, das können wir nach der suchen. Ja, das wissen wir schon, was wir in den nächsten paar Tage machen. Yay, nach der Kiste suchen. Yay! Hier war ja nichts, hier ist ein Zelt. Schloss knacken. Kann man mit dem auch noch quatschen? Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Wie gefällt es dir hier, Meister Kieser? Gut, mehr noch. Außerordentlich gut. Ich muss Meister Fäfer ausdrücklich für seinen Fleiß und seine gewissenhafte Beaufsichtigung der Bauarbeiten loben. Sein weitreichendes Wissen über Mechanik ist überaus nützlich. Er hat das Zeug, selbst vortreffliches Belagerungsgerät zu bauen. Ich bezweifle, dass dies sein Bestreben ist. Seine Lebensaufgabe ist es, die Minen zu behüten. Wir werden sehen, was er sagt, wenn er den Triborg bedient hat. Bei dem Anblick verschlägt es einem jeden Mann den Atem. Insbesondere, wenn er zu nah dran steht. Lol. Ja, aber ohne den stehen unsere Chancen ziemlich schlecht und ich glaube nicht, dass man mit dem morgen schon eine Mauer einreißen kann. Vielleicht nicht morgen, aber bald, jawohl. Und wenn es Zeit fürs große Hickhack ist, haben Sie vielleicht ein paar Fleischbrocken für uns, meinst du nicht? Wollen wir es hoffen. Aufs große Hickhack. Was ist denn hier los? Oh, verdammt. Wieso weckst du mich? Bist du behindert? Wie geht es dir? Bin besorgt. Hab ein schlechtes Gefühl bei all dem. Inwiefern? Weiß auch nicht. Bauchgefühl. Als ob ich was Schlechtes gegessen hätte und scheißen müsste. Oder habe ich vielleicht wirklich was Schlechtes gegessen? Lass mich nächstes Mal schlafen. Wächter? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Bin besorgt. Inwiefern? Weiß auch nicht. Super, gleiche Voice Lines, nice. Also ist komisch, wo stimmt seine Kiste? Hm.
Meister Fafers Kiste. Na Digga, wo ist die? Sei gegrüßt. Wie lange glaubst du, wird es noch dauern? Mhm. Ich wage es nicht zu schätzen. Das Grundgerüst ist wohl einfach und schnell gebaut. Die anderen Sachen sind komplizierter. Dann wären da noch das Auswuchten, die Flugbahn, die Reichweite. Verstanden. Ich hoffe, er ist bald fertig. Ich ebenso, Heinrich. Ja, wir fangen mal durch. Meister Fafer, wie läuft es mit dem Bau des Tribox? Nun, da mir Meister Kieser hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Ich mache mir Notizen und lerne. Okay. Nächstes Mal bist du der Meisterkonstrukteur. Lieber wäre mir, es gäbe kein nächstes Mal. Aha, das stimmt. Wie läuft die Arbeit mit Meister Kieser? Ausgezeichnet. Sein Wissen über Konstruktionen und Mechanik ist erstaunlich. Er ist wahrlich begabt. Also hast du keine Zweifel am Nutzen des Tribox? Nicht im geringsten. Es ist offenkundig, dass Meister Kieser genau weiß, was er tut. Dann viel Glück. Ja. Wo ist denn dem seine Kiste, Mann? Ich will den Loot haben, verschissen. Sonst bleib ich gleich nicht ganz drüber, ich knack mich da durch. Ich hoffe, das kriegt keiner. Ich speichere vorher. Schloss ist zu kompliziert, okay. Zu kompliziert. Da, okay, auch. Das kann ich gar nicht also aufmachen. Ja, Scheißdreck. Kann ich das knacken? Wer bist du? Günther. Wo ist Meister Fafers Schlafgemach? Ist es vielleicht unten und nicht hier? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen runterlaufen, das ist gar nicht hier oben. Wenn wir schon einen Key bekommen haben, ich glaube, der pennt auch gar nicht da. Guck mal, da brennt die Hütte ja noch. Jetzt haben wir eigentlich noch ein paar Tage Zeit, Aufgaben zu erledigen. Wenn wir wollen, natürlich. Das ist natürlich jetzt die heiß begehrte Frage. Tun wir es oder tun wir es nicht? Halt die Fresse, Heinrich. Das ist kein Grund zum Heulen. Ich glaube nicht, dass er da unten pennt. Ich habe bis jetzt immer da oben gesehen. Ja gut, aber nachts nicht. Da ist nix. Da buggt. Da ist nix. Sehr schwer. Sehr schwer. Da steht schon irgendwo dran, dass man einen Schlüssel haben, das einfach so aufmachen kann. Schlafen, speichern. Ach, könnte schlimmer sein. Schmeckt doch ganz gut. Gut hin oder her. Fleisch wäre mir lieber. Was bist du nicht für ein Großmaul? Geh und verlang doch welches. Wer hindert dich dran? Was soll das bringen? Denkst du, sie werden dann ein Schwein abstechen? Ich sag nur, wir haben kaum losgelegt und schon sind wir beim schmierigen Schleim. Wie lang, bis wir gar nichts zu fressen haben? Du bringst dich noch selbst in die Bredouille. Viel länger werden wir hier eh nicht rumhocken. Bist du dir da sicher? Ich werf mal einen Blick auf unseren Tribok. Ohne den stehen unsere Chancen ziemlich schlecht und ich glaube nicht, dass man mit dem morgen schon eine Mauer einreißen kann. Vielleicht nicht morgen, aber bald, jawohl. Und wenn's Zeit fürs große Hickhack ist, haben sie vielleicht ein paar Fleischbrocken für uns. Meinst du nicht? Wollen wir's hoffen. Aufs große Hickhack. Ah, es war die Voice Line von gerade eben, okay. Halt die Fresse! NYPD in der Haus! Wo ist denn eigentlich der Herr Andre? Entwittisch, bittisch, ittisch, knittisch, knuddisch, tschuckisch, tschuckisch, buttisch. Sollen wir ein paar Kühe abschlachten? Komm, wir schlachten noch ein paar Kühe ab. Komm, lass mal die Aufgabe da vielleicht noch ein bisschen vorantreiben. Vor allem kein Fleisch, Alter. Leute, ich habe 400 Fleisch gebraucht. So viel Leute seid ihr jetzt nicht? Da drüben ist noch ein Lager. Das könnte noch was vom Herrn Dings sein. Fafer. Komm. Wo ist eigentlich Pebo?
Ah, Peppo, da bist du ja. Los, Peppo. Feuer, wir gehen mal dahin. Ich will wissen, was in der Kiste drin steckt. Das sind irgendwelche geheimen Bücher über ultimative Fähigkeiten wie ein Agent Gamma oder so. Give me your energy, Homies. Naturbursche. Nicht mehr Naturbursche. So. Herr Quidditch. Sei gegrüßt. Hallo. Was brauchst du? Texturen. Was denkst du über Meister Kieser, Herr Divisch? Ich? Als würde es nicht reichen, riesige Felsbrocken auf meine Burg zu schleudern, will er auch noch Fässer mit Schwarzpulver. Ich verstehe. Aber er muss etwas unternehmen. Diese Felsen könnten meine Frau treffen. Und wenn die sie nicht erschlagen, könnte sie das Schwarzpulver zusammen mit Herrn Ratzig verbrennen. Ja, ich weiß. Verzeih. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ähnlich. Wenn wir fertig sind, in welchem Zustand mag meine Burg wohl sein? Was soll ich tun, wenn das Schlimmste passiert? Was... Ach, genug davon. Sprechen wir lieber ein Gebet. Ja. Viel Spaß dabei. Ich habe für einen Pfarrer gesorgt. Er versprach, sich um die Leute zu kümmern. Hab Dank, Heinrich. Er wird Ihnen gewiss Trost spenden. Gut, und das hier noch. Knochensäger? Ich habe einen Knochensäger für die Verwundeten herbeordert. Hab Dank. Die meisten von ihnen verloren ihr Zuhause und ihr Leben ist alles, was ihnen noch bleibt. Gut. Möge Gott über dich wachen. Ja, danke. Passt schon. Da ist keine Kiste. Was geht bei dir ab? Herr Capon. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie siehst denn du aus? Was hältst du von Meister Kieser? Ich bot ihm bereits eine Bleibe an, wenn das hier vorüber ist. Seine Ideen sind unglaublich. Alleine dieser Tribok kann's kaum erwarten. Scheint, als wärst du selbst gerne der Konstrukteur. Wer weiß, vielleicht ergibt es sich ja. Ah. Wärst du lieber in Rathai geblieben, anstatt diesen nächtlichen Ausflug beizuwohnen? Du beliebst zu scherzen. So viel Spaß hatte ich nicht seit... noch nie. Wirklich? Trotz deiner Blessuren? Eigentlich hast du das Beste verpasst, als ich dich wie einen Getreidesack zu den Zinnen schleppte und dich alle für tot hielten. Kann nicht so toll gewesen sein, wenn ich eingeschlafen bin. Und du hättest behutsamer sein können. Ich bin überall grün und blau. Ja, na gut, dann überlasse ich dich nächstes Mal einfach Ishtwan. Red keinen Unsinn. Was tätest du ohne mich? Dennoch danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wieder einmal. Jederzeit wieder, mein Herr. Ja, damals mal gefangen wurde. Wächter? Hat er Bauchweh? Sogar die Kraft, meinen Arsch zu heben. Ich glaube, das liegt dann wohl eher daran, dass du dich mit Haferschleim vollgestopft hast, du Vielfraß. Vielfraß am Arsch. Sie haben Sorgen. Kann hier rein, NYPD? Hier ist keine Kiste. Also Bauchweh? Nö, keine Ahnung. Schloss knacken, sehr schwer. Sehr schwer. Wo ist die verfickte Kiste von dem Alter? Aber doch motherfucking Schlüssel erhalten. Ich hab keine Ahnung. Was machst du jetzt? Gott sei mit dir, Heinrich. Ah, Bruder Nicodemus. Nein, passt. Mach's gut. Nice, besser. Ist es vielleicht die Kiste bei ihm zu Hause? Dass er die gar nicht hier hat, logischerweise. Wo kann Meister Favor nochmal her? Da liegt noch ein Toter, ist okay. Passiert. Was ist denn hier los jetzt? Wächter.
Gibt's hier irgendwo kleine Arschlöcher in den Laden hier auseinandernehmen wollen? Dann rast ich aber jetzt aus, du. War völlig. Doch. Ups. Voll in den Kopf habe ich schon am Hundi. Was machen die da? Schleich um die Burg rum oder was? Habe ich irgendeinen Easter Egg-Gag verpasst oder was los? Schade aber, dass das mit dem Dings nicht geklappt hat, dass wir da reingekommen sind. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es. Da ist offen. Okay. Ist hier alles niedergebrannt? Ja, da gibt es eigentlich kein Reinkommen in die Burg. Wir sind froh, dass die Zugbrücke noch unten ist. Das hat wir ein paar Probleme. My friends. Und zwar gar nicht kleine. Gut, das Ding ist am Arsch. Au. Stimmt, das haben wir damals hochgelassen, ne? Die einfach nicht rüberkommt, der Dicke. Echt jetzt? Heinrich. Guck mir doch nicht schwach, du. Ach, ist jetzt auch hier drin. Hab schon abgeguckt, ist alles clean, aber macht weiter. Ich glaube, die Kiste von Mr. Favor ist bei ihm zu Hause. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der wohnt. Halt doch doch perpetuell aufsteigen. Das war der eigentliche Plan. Dann gehen wir da hoch und warten. Ja, auf die Aufgabe, ich hab gerade keine Lust mehr. Vielleicht können wir ja später machen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich will das jetzt fertig kriegen hier. Hi Pferd. So. Wir speichern mal und warten und warten und warten. Haben wir was zum Essen dabei? Hat mein Pferd noch was zum Essen dabei? Ja, Trockenobst, das muss ich tun. Fertig. Ansonsten warten wir mal. Na, dann kommen wir gleich schlafen gelegen. Speichern und schlafen, genau. Ja. Maximal 12 Stunden, echt jetzt? Das Heinrich wenigstens war richtig ausgeruht. Oh, nach den ganzen Strapazen, die er hatte. Das wäre jetzt der Biorhythmus ein bisschen RIP, aber ist egal. Wir müssen halt dann was essen. Ich hoffe, es braucht nicht allzu lang. Ich denke, alles dann wirklich dafür da sein, dass man die letzten paar Quests, die man hat, macht. Hab ich eigentlich gerade nicht so. Ich will wissen, wie es da jetzt weitergeht. Das ist halt mir gerade wichtiger. Scheiß auf das römische Hexenweib da. Essen, essen, essen. Getrocknete Pilze. Essen. 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 Du bist halt, du kannst nicht weiter essen. Okay. Dann du mal jetzt warten wir da.
Es ist 6 Uhr morgens. Ja. Wenn die jetzt immer noch nicht fertig sind, dann, machen wir vielleicht auch noch die ein oder andere Quest kurz. Weil wir brauchen ja nicht blöd rumstehen die ganze Zeit. Sau doof. Ja. Ja. Wir haben kurz vor 7 Uhr morgens. Da kann ich mit dir reden oder bist du immer noch da rumgelungen? Alter, bist ein Arsch. Wo ist denn der fucking Triebock, Junge? Ich sehe ja gar nichts. Oh, wer bist du? Du bist doch. Wer bist du? Ein Dorfbewohner. Der irgendwie hier rumstruggelt. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich. Wie stehen die Dinge? Ich bin besorgt. Ich bete, dass Herr Divish diese Halunken erwischt. Ich will nicht, dass irgend so ein Fremdling über uns bestimmt. Ja. Ich glaube, niemand will einen diebischen Bastard als Herrn. Mach's gut. Das war aber scheiße, dass die den nicht vorgewarnt hatten. Tobias Pfeiffer, wie sieht's aus? Ja, Fresse, wie läuft der Triebock? Mach hin. Meister Pfeiffer. Nun, da mir Meister Kieser hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Nächstes Mal bist du der. Lieber weh. Da will er nicht. Wie lange glaubst du, wird. Ich wage es nicht zu schätzen. Das Grundgerüst. Verstanden. Ich ebenso, Heinrich. Möge Gott über dich warten. Wo ist eigentlich das fucking Grundgerüst? Ich sehe ja gar nichts vom Triebock. Wollt ihr mich verarschen? Boah, dann machen wir jetzt doch noch 1-2 Aufgaben hier. Wenn die ein paar Tage brauchen, soll mir das recht sein. Ist eigentlich in Uschitze noch was zu machen? Gott, wie eigentlich die ganze Map aufgedeckt haben, ne? Vollbild verlassen, Spieler, habe ich noch irgendwo Skillpunkte zu vergeben? Redekunst hat man noch im Angebot. Silberzunge. Beschert ihr einen Bonus auf Redekunst beim Falschen? Ach ja, warum nicht? Ach nee, schon plus 1 haben wir Zusatzskill. Achso, okay. Kampfhammer, Schwert. Lernen. So. Fertigkeiten. Reiten. Pferdeflüsterer. Ein Pferd würde dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Wetterfähig, ein Pferd scheut allgemein etwas weniger, bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Nö, das ist scheiße. So. Und Schlösserknacken haben wir noch im Angebot. Schlosser, nachdem du vorher kein Schloss geknackt hast, bist du 21 Broken. Nein, ist egal. Du kannst betrunken sein, bist du leichter Schlosser knacken. Nein, sechster Sinn, dein sechster Sinn. Schlägt Alarm. Wenn jemand dran ist, dich beim Schlösserknacken zu erwischen, wodurch du mehr Zeit zum Fliehen hast. Wenn dir ein Dietrich abbricht, besteht ein simples Schloss, das Schloss sich dadurch öffnet. Die Chance ist bei leichten Schlössern sogar höher, bei schweren Schlössern geringer. Du knackst einfache Schlösser automatisch. Oh ja, bitte. Spart Zeit. Taschendiebstahl. Wendlinge, erhöht die Chancen auf eine Folge an Taschendiebstahl, wenn dein Opfer die gleiche Charisma-Stufe aufweist wie du. Menschen wie diese erkennst du unbedingt daran, dass sie ähnlich gekleidet sind wie du. Wenn der Schnittstein bewegt sich der Zeiger im Inventar des Opfers doppelt so schnell, verringert die Chance, entdeckt zu werden, wenn die Leute in der Nähe sind. Nö, das wäre top. So, und Ringfestigkeit. Haben wir schon seit Ewigkeiten. Bakus war das. Du wirst dich nie bis zur Bestimmlichkeit besaufen, aber die negative Auswirkungen eines Gases in Fallen 13 und stärker aus können nicht nur nicht mit Schwingungen sich reinweg kombiniert werden. Okay, machen wir das. So, haben alles gelernt. Lesen. Boah, fast Stufe 15. Reparieren fehlt mir gerne noch ein bisschen. So in eine Schmied. Wenn wir natürlich reparieren voll hätten, das ist natürlich mega. Vielleicht gibt es noch Achievement. Buffs Regenmann. Hä? Was ist das? Es regnet und deine Schritte machen 70% weniger Lärm. Okay. Cool. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Naja. Gut, na Pebbles. Hier kann man eine Quatsche.
Vielleicht schon das automatisch. Mal gucken, ob das hier auch geht. Nur mal so aus Interesse. Okay. Knall, klappte Dietrich. Super. Pebbles kommen, dann machen wir das mal mit der alten Tante da. So, lass mal jucken. Wir müssten dafür nach... Was ist das? Nach Letechko. Gut, dann können wir nach Letechko über schnell reisen. Kein Bock, da wieder hinzureiten. Wir haben die Map ja komplett entdeckt. Es gibt ja nichts Neues für uns. Und daher können wir uns die Zeit getrost sparen. Boah, noch ein bisschen Blatt von gestern. Wenn man halt nichts mehr gewohnt ist, ne? Was? Nee, meiden, geh weg. Überfall auf dem Weg, fliehen. Oh Gott, sollen wir nacheinander? Echt jetzt? Komm so früh morgens, Mann. Jetzt schlafen nicht mal die Diebe, du. Die Wegelager da. Das ist eine Katastrophe. Ist immer kleine Letschko. Ich bin die Skilden siegen, glaube ich. Ja, kann man nicht machen. Oder machen wir das andere erst? Machen wir erstmal das mit der Tante, das dauert schon länger an. Eine Quest von ziemlich vom Anfang sogar. Wir haben auch einige verkackt. Weil wir einfach zu gierig waren, haben gleich beide Bücher gelassen. Das war so doof. Ich bin ja gesagt, glaube ich, beide Bücher. Bücher gelassen. Du bist so dumm, Junge. Ja. Schaffi's! Gott sei mit dir, Heinrich. Yo, MC Jesus Christ, Homies. Hast du gelernt? Das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss bei Kingdom Come Deliverance. Mit der Wanze. Tschüss.